Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox, die ist schätzungsweise so alt wie ich und ihr wisst, ein Kühlschrank braucht drei Sachen, diese zwei kommen in einem anderen Video und das dritte ist, sie braucht ein bisschen Pflege, weil eine Kühlbox, die ein bisschen Pflege hat, lebt auch viel länger. Innen drin mal rausputzen, den Kondensator hier reinigen. Diese Box ist 53 Jahre alt. Diese Boxen wurden 1968 gebaut von Indel. Indel ist, ich sag mal, der größte Kompressorhersteller in Europa. Oder nicht Kompressor, auch Kompressor haben sie selber gebaut. Das hier, das ist dieser Kompressor, der hier drin sitzt. Ihr könnt das vielleicht erkennen, hier oben der Wärmetauscher, das ist genau dasselbe. Und diese Kompressoren wurden von Indel gefertigt, bevor dann 1972 Danfoss mit dem vollhermetischen Kompressor auf den Markt kam. Das ist ein Membranverdichter, es ist relativ laut, es ist ölfrei, also zu der Zeit eine Revolution. Und dieser Kompressor hier, der wurde in den Space Shuttle verbaut, um auf den Mond zu fliegen. Das war dann 1988, weil der Danfoss-Kompressor hat Öl drin und ist Schräglage empfindlich. Durch das wird er im All nicht funktionieren und dieser Kompressor ist ölfrei und funktioniert in jeder Lage. Aber ist laut und der Wirkungsgrad ist auch nicht so speziell. Ich habe hier den Katalog von Indel, Indel B heute, heißt das heute, und hier die bisschen zur Geschichte. Hier ist diese Box, die LT22, ja, hier der Kompressor 1987 und hier sehen wir, dass der mit der NASA auf das All gewandert ist und ich schicke euch hier noch den Rest der Geschichte. Was für Fahrzeuge heute alles beliefert werden von Indel. Indel hat auch Kühlboxen und so weiter, liefert natürlich auch sehr viel über Webasto. Webasto gehört zu Indel oder ein Teil davon, Indel Webasto Marine. Kissmann bezieht seine Geräte alle hier. Wenn ihr diese Kompressoren anschaut, Kissmann hat die, glaube ich, heute noch im Sortiment. Ja. Das soll es gewesen sein, eben bisschen Liebe, dann hält auch so eine Kühlbox viel länger, dann kann die noch repariert werden und kann weiter im Einsatz bleiben. Und das ist die günstigste Invention, ein bisschen Liebe dazu. Die anderen drei Sachen, zwei Sachen, was ein Kühlschrank braucht, erzähle ich euch in einem anderen Video.